Ach du Scheiße. Leute, kennt ihr das, wenn ihr in eurem Rucksack so eine nicht mehr ganz so frische Banane findet, die ihr mal darin vergessen habt? Willst du Bananen? Yes! Yo Leute, Outdoor Otter hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Kannst du mal aufhören daneben dran? Es geht schon wieder los! Heute haben wir mal was ganz Neues auf dem Kanal. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich kein Fan bin von einem Video, das nur rein aus GoPro-Aufnahmen besteht. Dementsprechend schneide ich gerne auch immer mal zwischendrin ein paar Edits rein. In der Zwischenzeit hat Josh sich auch viel mit dem Schnittprogramm befasst und ist mittlerweile tatsächlich ganz gut im Editieren geworden. Und heute haben wir uns mal so ein kleines Battle zwischen uns überlegt. Wir haben beide genau die gleichen Aufnahmen, die wir hier in den letzten 3 Stunden gefilmt haben. Und wir haben jetzt eine Challenge. Jeder nimmt genau die gleichen Aufnahmen, schneidet daraus ein Edit, so 2 bis 3 Minuten. Und ihr dürft dann entscheiden, welches Edit euch besser gefällt. Zur Fairness wird am Ende erst gesagt, wer welches Edit geschnitten hat. Achtung, hier eine kleine Planänderung. Wir haben im Nachhinein beschlossen, erst nächsten Mittwoch zu verkünden, wer welches Edit geschnitten hat. Also, wenn ihr es wissen wollt, schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr hier nach dem Schauen in die Kommentare schreibt, welches Video euch besser gefallen hat. Da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit Video 1. Alter, ist das rutschig. Yo Leute, Outdoor Otter hier. Yes! Und weiter geht's mit Video 2.
Alter, ist das rutschig. Oh. So Leute, das waren die beiden Edits. Schreibt hier an dieser Stelle doch bitte in die Kommentare, welches Video euch besser gefallen hat und vielleicht sogar warum. Vielen Dank. So Leute, das war's mit dem Video. Ja Leute, stimmt einfach mal ab in den Kommentaren, welches euch besser gefallen hat. Edit 1, Edit 2. Im Idealfall, wenn ihr ein bisschen Zeit zum Tippen habt, vielleicht warum, was euch besser gefallen hat, ist auch für uns ganz interessant. Und abonniert den Kanal, denn nächste Woche, nächsten Mittwoch, lösen wir dann auf, wer welches Edit geschnitten hat. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, eine Abmoderation zu machen, wenn Josh dabei ist? So, bis in den nächsten Videos. Ciao.